Ich bin die Michelle Lynn Bestler, ich bin 23 Jahre alt, ich arbeite im evangelischen Kindergarten. Spannst du die Arme schön, machst sie schön fest, nicht hier so Wackelpudding sein. Als ich damals noch im Kindergarten war, da wurde dann Gleichgewichtsstörung diagnostiziert und da hat meine Mama gesagt, ich soll mal ins Kunstradfahren gehen. Das war auf jeden Fall lieber auf den ersten Blick. Ich war die Kleinste damals noch, die waren alle viel älter als ich und das war schon toll, freitagsabends in die Halle zu gehen. Dann hatte ich verschiedene Knochenbrüche in meinem rechten Fuß. Das war sehr schlimm, weil es kann dazu führen, dass du später nicht mehr richtig laufen kannst. Und ja, dann habe ich es halt gelassen. Ich habe dann gesagt, naja gut, wenn ich selbst nicht mehr trainieren kann, dann kann ich die Kinder noch trainieren und habe dann mit 16 meinen Trainerschein gemacht. Die Michelle sagt mir dann zum Beispiel, dass ich es kann und dass ich meinen Kopf ausschalten soll. Sie hält uns fest, dass wir nicht hinfallen und wenn wir es besser können, dann lässt sie uns auch manchmal los. Aber nur, wenn sie weiß, dass wir es können. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben über die Weltmeisterschaft geredet und dann kam jemand, ja, wäre doch voll lustig, wenn du da mitmachen würdest. Und da ich ja auch eine doppelte Staatsbürgerschaft habe, habe ich gedacht, naja, Versuch es wert. Und jetzt kam die Starterliste und mein Name steht drauf und das ist alles sehr aufregend und sehr spannend. Ich habe jetzt auch an beiden Füßen Bandagen an. Einfach nur für meinen Kopf, weil ich echt schon viel Angst habe, ja, dass da was passiert. Nicht aufgeben, weitermachen, weiterkämpfen. Auch wenn andere sagen, hey, du schaffst das nicht, hör lieber damit auf. Man findet immer einen Weg, wenn man was wirklich möchte. Ich will auch mal so werden wie sie.